Was machst du denn da? Na, Weihnachtsdeko. Aber ich habe ein bisschen was anderes vor. Was hast du vor? Ja, Microgreens. Ich habe keine Lust mehr, Salat zu kaufen. Und wo soll ich meine Weihnachtsdeko hinstellen? Ja, da haben wir jetzt keinen Platz für. Oh. Guck mal, hier haben wir alles Mögliche. Das ist unser neues Testfeld. Selbstversorgung mit Salat im Winter. Microgreens. Hier haben wir zum Beispiel, was haben wir denn hier eigentlich? Rettich. Mmh. Aber wenn er geerntet wird, wenn er so groß ist, dann schmeckt er sicherlich anders. Und hier haben wir grüne Erbsen. Warum die grün? Ich habe noch nie. Gibt es auch andersfarbige Erbsen? Naja, Erbsen jedenfalls. Und hier Sonnenblumen. Das klingt gut. Linse. Erbsen, Bohnen und Linsen. Fehlen nur noch Bohnen. Mit Rettich. Ja, das mit unser, Rettich, das tut's auch. Wird das unser Weihnachtsessen? Das war's dann wohl mit Weihnachtsdeko. Unser neuer Adventskranz. Die auch noch benutzen. So, du musst mal dein Weihnachtskloner hier mal weg. Gucken, und hier ist der Sack Bio-Erde. Ich glaube, wir fangen jetzt mal mit 3 an. Nee, ich glaube, wir sollten gleich 7 machen. Guck mal, hier passt doch jede Menge hin. Weil hier kriegen wir ja locker 7 Stück hin. Nee, das ist eine Rotbackform, ja. Das können wir trotzdem benutzen. Nee, 7 reichen ja. Wir haben jeden Tag der Woche und 7 Tage brauchen wir. Wollen wir dann nicht aber lieber das statt dem nehmen, weil das ist zu groß. Das ist zu groß? Warum ist das zu groß? Das passt da doch hin. So, alles okay. Kann man doch hier irgendwie hinstellen. An den Rand. Oder so auch. Das Ganze auch. Lass uns mal die nehmen. Das ist eigentlich genau die richtige die Form. Und jetzt machen wir einfach nur 2 cm Erde da rein. Die gibt einen guten Waldboden. Also mit dem Sack hier können wir die ungefähr 20 Mal befüllen, würde ich sagen. Das ist doch schon mal sehr sparsam. Ein bisschen festdrücken. Ja, das sind zusammengesammelte Gefäße hier von den Flohmärkten. Sowas kriegt man wenigstens da mal in den Ramschläden. So, ich würde sagen, jetzt bewässern wir die schon mal. Machen wir schon mal schön nass. Das kann auch richtig schön nass sein. So, wir haben das Ganze jetzt ordentlich nass gemacht und platt gedrückt. Jetzt kommt die Saat. Und gib mal her. Die stehen hinter dir. Oh ja. Das müsste der Rettich sein, ist er auch. Okay, dann machen wir einfach einen, füllen wir das einfach, ne? Lass uns das doch mischen, einfach wild. Ja? Ja. Ja, aber dann können wir das gar nicht beurteilen, wie das jetzt gewachsen ist. Mhm. Wir können ja einen mischen, da kann man ruhig ordentlich vertreiben. Wir wollen ja auch satt werden. Sieht aber hübsch aus, ne? Sehr jetzt weihnachtlich. Schon. Ja. Weil, weißt du, darauf habe ich echt keine Lust mehr. Das sieht aus wie eine Erdnussdose hier. Das müssen die Erbsen sein. Ne? So eine Pflanzschale mit dieser Bio-Saat und Bio-Erde kostet jetzt ungefähr, würde ich kann es nochmal genau ausrechnen und unterschreiben, aber
um die 20 Cent. Natürlich schwer zu sagen, wie viele man von diesen, von der Saat jetzt da drauf gemacht hat. Da müsste man das am besten wiegen, weil zählen wollte ich das nicht. Aber es ist auf jeden Fall was fürs Auge. Ja, wer braucht schon Weihnachtsdeko, wenn er das hier haben kann? Ich würde sagen, wir drücken das Ganze jetzt mal ein bisschen an noch. Dann bräuchten wir eigentlich eine Gießkanne, eine kleine, um das nochmal zu gießen. Oder wir müssen es irgendwie... Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe hier den von meinem Käse machen, meinen Käsedrücker. Ja, das passt ja optimal. So hat das schön Kontakt zum nassen Erdreich. Der Christstollen der besonderen Art. Ja, jetzt sieht es nicht mehr so schön aus. Halben Zentimeter Erde drüber. So, der Trend kommt irgendwie aus dem englischsprachigen Weltbereich. Microgreens nennt sich das Ganze. Wir wollten es mal ausprobieren. Sehr interessant. Ja, der Salat ist auch echt super teuer in Schweden, gerade der Bio-Salat natürlich. Und außerdem kommt der ja auch von sonst wo. Und da wir in diesem Jahr noch nicht so viel eigenen Wintersalat haben, müssen wir uns jetzt was anderes ausdenken. Wir brauchen eigentlich noch eine kleine Gießkanne. Uns fehlt jetzt eine. Mit Brauseaufsatz. So, unsere Fensterbank ist wie geeignet. Hier unter ist die Heizung und die hat so Lüftungsschlitze. Müssen wir jetzt wahrscheinlich oft gießen oder was drauf machen auf die Pflanzgefäße. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt. Ich meine, wir haben sehr wenig Licht um die Jahreszeit. Mal gucken, wie wir das noch regeln. Warte mal, wir hatten doch Besuch von Tina und Uli aus Deutschland. Die haben uns doch was mitgebracht. Ja, weiß ich doch. Das zeigen wir jetzt mal. Das ist Tina aus Deutschland. Sie hat uns heute ganz spontan besucht, weil sie auch Interesse hat, hier an, vielleicht hier zu wohnen in Schweden. Ja. Und ich habe mir ja dann mal gedacht, dass ich ein paar Fans von euch anschreibe und ein paar Mitgarten-YouTuber und so weiter. Und habe hier mal den Vorschlag gemacht, etwas zu sammeln, um hier was mitzubringen. Die Überraschung kommt gleich, in der Hoffnung, dass sie auch ankommt. Ich denke mal, ja, zumindest ist es sinnvoll. Und ja, das werden wir gleich mal präsentieren. Ein ganz großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Klasse, vielen Dank. Tomaten und Paprika und schwedisches Licht. Für drin oder was, so Panels oder was? Mhm. Oh, cool. Echt? Das ist doch optimal. Cool. Gott sei Dank. Ja, echt. Ich meine, das passt doch direkt zu dem, was wir vorhaben. Und ja. total klasse. Cool, ja. Oh, ja, echt super. Vielen, vielen Dank. Wer hat denn da jetzt mitgemacht? Der liebe Florian Rigotti hat mitgemacht. Der Stefan Hake hier war, hat mitgemacht. Ich nenne sie jetzt mal die liebe Erdbeerliane. Ich befürchte, einen Namen habe ich vergessen. Ach, hier keimen ja auch schon die ersten. Hast du es gesehen? Ja, ich guck mal. Da keimt alles Mögliche. So, und das sind die schönen Lämpchen hier. Ist doch viel schöner als Weihnachtsbeleuchtung, ja? Ja, sehr stimmungsvoll. Ja, vielen Dank nochmal an die Gönner, die uns hier diese schönen Lampen haben zukommen lassen. Wir sind total gespannt, wie dieses Experiment jetzt ausgehen wird, ob das funktioniert hier mit unserem Salat im Winter auf der Fensterbank. Wir werden euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten und bis nächstes Mal.